Hallo zusammen, wir spielen das Spiel Skid Cities. Leider wieder ein Unity-Game. Ist ein Cyberpunk City-Building-Game. City-Building hat bisher Unity noch nie hingehauen. Das wird man also auch hier, habe ich keine großen Erwartungen, dass die was anderes gemacht haben als die meisten. Und ist auch noch mit dem relativ gehobenen Preis von 19 Euro angesiedelt. Also die erwarten anscheinend, dass das Spiel ganz schön was kann. Was gleich anfällt, ich musste den Sound nicht ausstellen, weil es einfach keinen gibt. Ah, ich höre auch ein Klicken. Na siehst du, es gibt ja doch Sound. So, wir schauen uns das Tutorial mal an. Nimm mal seine Stadt, also Anfangsstaat. Ich hier auch irgendwas? Nee, ich muss in Amerika anfangen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Gut. Benenne deine Stadt. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Es lädt. Kein Ladebalken. Offensichtlich hat die Programmierer es nicht notwendig gefunden, uns mitzuteilen, wenn sie dann fertig sind. Oder ob das Spiel sich auch vielleicht aufgehängt hat. Es lädt anscheinend. Und das sogar ziemlich viel. Es macht irgendwas auf der Festplatte. Müsste es irgendwas entpacken. Kill es nochmal und starte es nochmal neu. Das ist definitiv nicht normal. Und wieder unglaubliche Festplattenaktivität. Für nix und wieder nix. Weder CPU noch GPU interessiert das hier irgendwas. Dann warten wir halt. Furchtbare Stadt. Grausam. Also sowas überhaupt mal, dass du sowas am Anfang hin. Wenn das Tutorial schon mal 5 Minuten lädt. Oh, es hat's geschafft. Ich meine, ich habe nur das Tutorial gestartet und das lädt schon so lange. Also das ist ja unter jeder Sau. Okay, mein Name ist Lirka, ich begleite dich zur ersten JWASD. Rechtsklick, Drag and Drop, ja, ist nichts Neues. Zoom ist auch verständlich. Dann fang an, baue eine Infrastruktur. Gut, und so. Ist etwas, das wie eine Straße aussieht. Ah, hier, Infrastruktur. Das wie ein Taxi aussieht. Das soll das ein Taxi sein? Naja, okay. Das sind die verschiedenen Teile der Straße.
Okay. Boazienstraße. Zum Boazienstraße gebaut. Klicke auf das zweite Feld, dann nehme ich, ja. Was wie ein Haufen Quadrat, also Rechtecke aussieht. Okay. Okay, du kannst jetzt bauen. Residential Factories, Commercial Zone. Okay, also wenn es jetzt hier auf dieselben drei Grund gegangen wie bei SimCity. Es gibt die Residential, also der Wohnbereich. Die Factories und Offices, die ist ein bisschen zusammengefasst, das ist ein bisschen schlecht, das ist der Industriebereich und dann gibt es noch der kommerzielle Bereich, also die Shops. Klicke auf das Symbol, das wie ein Zelt ausschaut. Okay. Sollen hier irgendwie ein Areal machen davon. Gut. Der dritte Bereich, okay, was haben wir hier? Service. Wasser, Androiden, Naturparks. Aha. Und Augmentationen. Oh, ein Wasser, da haben wir wieder Wasser. Wasser ist ja klar. Aha, die brauchen nichts zu essen, die leben nur von Roboter. Schön alleine, so. Boah, ein Wasserrecycler. Gut, dann bauen wir einen Wasserrecycler. Ach so, das müssen wir unter den Straßen, das soll über die Straße. Ach du, was? Ah, oh, man hätte auch noch greller machen können. Ach, echt mal. Ich meine, das soll jetzt irgendwie die unterirdische Kanalisation darstellen. Infrastruktur. Also noch was soll man tun? Wir brauchen eine vertikale Straße. Okay. Klicke auf die Infos. Ah, hier, vertikale Straße. Eine höher liegende unterirdische Straße. Ach, da war ich eine. Texas Ground, Next Citizens, okay. Aha. Oh. Also wir sind jetzt et eine Etage unterhalb gegangen. Und hier sollen wir Straße bauen. Gut, Straße gebaut. Bau einen Wasserrecycler. Wasserrecycler, ja. Okay. Aha. Also, wir sollen uns hier darum kümmern, dass das Abwasser unten und das Wasser oben ist. Klingt jetzt nicht so aufregend.
Bewege dich auf den oben Level. Aha, okay. Natürlich auch irgendwie, ich kann hier in den Undergrounds nicht einfach das ersetzen. Das ist irgendwie. Ich das hier irgendwie abreißen? Und dann darf ich es hinbauen nachher, wenn ich. Ah, sie müssen augmentiert werden, weil sonst können sie gar nicht arbeiten. Also, ach Gott, me. Select the erste Building und baue drei davon. Okay. Du kannst immer auf ein Gebäude rechtsklicken, um zu sehen, was passiert. Also kann ich schon mal nicht. Bitte was? Aha, neben der Stadt gibt es auch, hat der Eiderwald die Rendering noch reingenommen für die Nacht. Ja. Das war das Tutorial. Also wir fassen zusammen, das ist wie SimCity, nur ohne irgendwelche sinnvollen Eigenschaften. The Crimes. Kameranest. Das ist auch irgendwie bei den Gebäuden alles so dermaßen lieblos. Alles hat dieselbe Reichweite, alles hat dieselbe Baugröße. Also, man bräuchte einfach nur links und rechts einfach freilassen und fertig. Ah, jetzt können wir das anklicken, ne? Wunderbar. Kann nicht, weil. Okay. Also ich sehe hier überhaupt nichts. Alles, was eigentlich notwendig wäre, ist nicht ersichtlich. Es gibt kein Overview wirklich. Wow, ein paar lieblose Tabellen und Statistiken. Tatsächlich, es gibt ja doch noch eine Übersicht. Da unten haben sie sie versteckt. Es gibt hier Verbrechen. Was tue ich jetzt mit gegen Verbrechen? Überwachung. Achso, das fällt alles, alles auf der Straße. Das baut man hier auf die Straße und damit ist das irgendwie. So, hier haben wir zu viel Verbrechen. Aber das ist wieder zu groß. Bauen wir so einen Drohnenbunker. Die Wahrheitsmedien. Warum kann ich nicht links bauen? Was ist denn das hier? Outside of the city boundaries. Woher sehe ich denn das wieder? Okay, so. Ich habe kein Gift, kein Androidenproblem. Überwachungszonen, sehr gut. Unrest, da haben wir wieder was. Die zivilen Unruhen nehmen zu. Dröhnen sie zu mit sinnlosen Gebäuden. Die irgendwie auch einfach pup dastehen. Anklick, pup.
Pup, pup, pup. Also für einen SimCity-Klon hätte man sich doch ein bisschen Mühe geben können. So. Dissidenten. Mache ich ihn Dissidenten? Aha, wenn unser Gebiet groß genug ist, dann dürfen wir auch upgraden. Vollpanne. Das ist natürlich auch schön. Der Fehler beim Bauen der Straße. Das heißt, die Straße hat hier überhaupt keinen Lack. Schauen wir mal, ob wenigstens das hinhaut, dass ich die Straße hier über den Feldern setzen kann. Na Gott sei Dank haben sie daran gedacht. Wobei, das fühlt sich alles hier so brutal klobig an, das ist nicht normal. Also es ist grausam, wirklich grausam, was sie hier abliefern. Da haben wir es jetzt eh wieder, der klassische SimCity-Problem mit der Zuwanderungsquote. Nur wissen wir hier überhaupt nicht, ob überhaupt. Ich sehe das nicht. Also ich sehe hier überhaupt nicht, ob die Zuwanderungsquote, wie die aussieht. Ich kann weder sagen, ob das jetzt die Reichen oder die Armen sind, die hier kommen. Druiden, ja, minus 40. Und was tue ich jetzt dagegen? Kann ich nicht bauen, wenn man mehr Fair Arbeit braucht. Eieieiei. Brauchen wir bei mehr Fabriken. Wir müssen mehr Fabriken bauen. Ho, 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 ho. Das ist wirklich genial. Also die Straßenbau, das haut überhaupt null hin. Da will ich mal das setzen hier. Halleluja. So, was haben wir hier noch? Factory Zone. Also ich breche an dieser Stelle hier ab. Dieses Spiel ist einfach miserabel. Also das ist null wert. Wirklich null. In dem State kannst du knicken. Das ist im Prinzip, haben sie einfach SimCity gekopiert. Den Code, den wir wahrscheinlich gratis bekommen haben, nur gerade so weit verstanden, weil so sieht es zumindest aus, weil hier absolut gar nichts hinhaut. Weder die Berechnung der Umgebung noch irgendwie der Straßenbau. Nur das, wow, ich kann ein paar Felder setzen, ich kann hier mehr Ebenen setzen, aber auch ohne Sinn und Verstand, weil sie das Underground nicht hinbekommen haben, möchte ich hier mal behaupten. Weil einfach müsste man ja da Multilayer also programmieren, aber das haben sie auch nicht gemacht, weil das ist im Prinzip wirklich strunzdämlich irgendwelche Kästchen gezeichnet. Es sieht furchtbar aus, wirklich grausam. Die ganze Stadt ist einfach, also nicht, sie ist nicht nur scheiße hässlich, und zusätzlich läuft das Spiel auch noch sehr unperformant, was wir gesehen haben. Selbst das Tutorial brauchte schon 3 Minuten zum Starten. Also wirklich, da kann man die Programmierer nur steinigen dafür. Was für eine Kacke, die da abgeliefert haben. Also, wie gesagt, in die Tonne damit.